Die Physik des Friedens. Prolog. Kristallprinzessin. Ich bin Jasmin Daariga. Bin ich damit die Erbin des Kristallthrons? Viele sehen in mir das Inbild von Arkons Stolz. Eine Chance, wieder zu alter Pracht zurückzukommen. An eine Zeit anzuknüpfen, die im atopischen Tribunal und in den Wirren des Weltenbrandes unterging. Sie verbinden den Klang meines Namens mit dem Kristallpalast. Trinkkelchen voll erlesenem Wein und einem Thron, der diese Bezeichnung auch verdient. Andere dagegen betrachten mich als Bedrohung, als Querulantin, die vor allem das Potenzial hat, das Gefüge der Baronien auseinanderbrechen zu lassen und Arkon damit selbst den letzten Rest seiner einzigen Größe zu nehmen. Es gibt Gerüchte, die behaupten, ich wäre ein Werkzeug der Kairaner. Und die Kairaner verfolgt mit mir das Ziel, das Gefüge der Milchstraße zu destabilisieren. Ich kenne die Wahrheit nicht. Wenn ich danach greife, flieht sie. Sie flattert davon wie ein launischer Schmetterling, der Besseres zu tun hat, als den Nektar der Erkenntnis zu sammeln. Wer bin ich? Eine Glanzgestalt? Die Galionsfigur, die einem Schiff vorauseilt, die Wellen teilt und ihren Weg durch das Meer findet? Oder bin ich Glitter, Traumstaub, eine Illusion? Wie lange halte ich mich versteckt? Wer bin ich? Wenn ich darüber nachdenke, verschwimmt alles. Doch eins weiß ich. Es ist nicht so wichtig wie das, was ich will. Ich kann mehr als ein Spielstein sein, den andere ziehen. Ich bin vom Blut der Atlans der Gonozal und ich gebe nicht auf. Gefangene. 28. Mai 2046 NGZ. Jasmin Daariga erwachte. Schwäche breitete sich in ihrem Körper aus. Sie fühlte sich müde und zerschlagen, als hätte sie Nächte durchtanzt. Sie musste in einem Bett liegen, doch es war kein Bett, das sie kannte. Auch die Kleidung, die sie trug, war ihr fremd. Ein dünnes, leinenartiges Hemd mit langen Ärmeln, dem sie sich vorkam wie eine Bittstellerin. Es lag eng an, wärmte leicht. Vorsichtig betastete sie ihren Kopf. Die Haare waren nach wie vor frisiert. Niemand hatte sie angerührt. Zum Glück. Sie liebte ihre langen Haare, hätte sich nicht von ihnen trennen wollen. Was genau war geschehen? Dunkel erinnerte Jasmin sich an den großen, breitschultrigen Mann, diesen glatzköpfigen Oxtorner und seine Begleiterin mit den schockblauen Augen. Und dann war etwas passiert. Jemand hatte sie getäuscht, sie entführt. Jasmin wollte sich aufsetzen, doch ihr war übel. Und der dunkle Raum drehte sich um sie, als hätte sie im Inneren einer hangabwärts rollenden Kugel. Es dauerte mehrere Minuten, bis die Empfindung nachließ und sie es schaffte, sich nach oben zu stemmen.